Hi. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bekleide ich eines meiner Pferde. Mithilfe des Zufallsgenerators. Yeah! Ja, also, ich weiß nicht, ob ich gerade aufnehme. Ich bin mir nicht sicher. Ich schau mal lieber nochmal. Ja, ich nehme auf. Ich habe Probleme. ja, um euch das Ganze zu erklären. Ich hatte nämlich eine Idee für, ja, so eine Videoidee halt. Und ich habe es theoretisch auch schon mal aufgenommen, nur ich habe gemerkt, dass ich den Hauptteil nicht aufgenommen habe. Ja. Aber ja, im Prinzip ist es eigentlich ziemlich einfach. Ich, mit Hilfe einer App auf meinem Handy, entscheide ich ein Pferd, welches ich dann reiten muss. Und für dieses Pferd muss ich ein Outfit erstellen, inklusive meinen Charakter. Und ich werde es jetzt einfach mal machen. Ich habe es im Prinzip eigentlich schon mal gemacht, nur ich habe den Hauptteil nicht aufgenommen. Deswegen, ja, ich werde jetzt mal auf meinem Handy eine Aufnahme machen von dem Zufallsgenerator und werde mir erstmal das Pferd, ja, wird dieser App, ja, diese App sagt mir halt, welches Pferd ich jetzt nehmen soll. Und das werde ich jetzt einfach mal hier einblenden. Yeah. Pink Pearl. Woo. Okay. Wir haben Pink Pearl. Und Pink Pearl ist ein Urpferd. Ein magisches Pferd. Wo ist sie denn? Pink. Hier. Pink. Da. Pink Pearl! Die Urpferde haben natürlich nochmal einen Pluspunkt. Haha. Ironie. Sie haben einen Minuspunkt, weil wir halt ein Outfit erstellen müssen, was für beide Formen passt. Und das ist nicht so einfach. Besonders, wenn ich jetzt den zweiten Schritt nämlich einleite. Ich muss die erste Farbe von dem ganzen Outfit entscheidet auch der Zufallsgenerator. Und das werde ich jetzt auch mal kurz aufnehmen. Einen Moment. Okay. Das ist jetzt ein Rad mit, also ein Glücksrad mit verschiedenen Farben. Und wir bekommen Schwarz. Wie langweilig. ja, es ist schwarz. Das heißt, eine Farbe im ganzen Outfit ist auf jeden Fall schwarz. Und wir werden jetzt einfach mal gucken. Ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie was Langweiliges machen. Auf jeden Fall, es muss schwarz im ganzen Outfit aufkommen. Vorkommen. Aber es muss halt am Ende auch schön ausschauen. Ja. Es muss schön ausschauen. Das heißt, ich werde vielleicht... ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus mit der Decke. Ja. Also es ist eigentlich ziemlich schlau, wenn ich hier... ich muss mal kurz schauen, ob ich überhaupt aufnehme, weil ich will nicht nochmal das ganze Video aufnehmen mit einem neuen Pferd. aber ja. Wir haben jetzt diese Satteldecke. Und jetzt müssen wir dazu einen passenden Sattel finden. Ich finde den Sattel cool. Ja, komm, den nehmen wir. Woo. Ja, dazu gibt es eine passende Trense, das weiß ich. Aber ich habe keine Ahnung, wo diese Trense ist.
Da haben wir sie. Gut, dann haben wir schon mal hier das. Und jetzt würde ich bei den Gamaschen sagen, kommt wieder das Schwarz auf. Von der Satteldecke. Ich dachte eigentlich immer, dass das Schwarz sieht bei diesem Pferd echt seltsam aus, aber ich finde es eigentlich gerade echt gut. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus gerade. Wir könnten natürlich... Es gibt auch... Ich habe hier irgendwo... Ja, hier. Aber wir... Ich finde es eigentlich gerade ganz gut mit den schwarzen Gamaschen. Ich müsste eigentlich auch irgendwo die anderen schwarzen... Hier. Da wären halt nochmal ein bisschen weiß drin, aber ich glaube tatsächlich, die passen so wie ich die jetzt habe. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Schritt der Satteltasche. Wir könnten jetzt entweder eine schwarze Satteltasche nehmen oder wir nehmen die passende zu dem Set. Ich glaube, wir nehmen die passende zu dem Set. Ja. Ist ganz gut, denke ich. Und jetzt brauchen wir nur noch irgendwie coole... Nein, nicht... Das Pet kommt auch noch gleich. Das Haustier, aber... Irgendwie... Die Schleifen schauen gar nicht mal so schlecht aus. Muss ich sagen. Sind die in dem... die sind auch cool. Aber ich muss echt sagen, das gefällt mir gerade eigentlich ganz gut. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dieses Pferd mit Schwarz zu kombinieren. Es muss halt natürlich jetzt auch mit der normalen Form zusammenpassen. Aber ja, ich würde mal sagen, wir nehmen vielleicht die schwarze Katze mit rein. Oder die hier. Oder wir nehmen den... Wollen wir den Fuchs mit rein tun? Oder den Hasen? Oder wir nehmen ganz klassisch hier das Ding noch dazu. Ja, das winkt uns zu. Wir nehmen den Panda Ray. Ja, aber ich habe den noch nie mit dem Pferd zusammengenommen. jetzt holen wir uns mal ein Oberteil, was dazu passen würde. Wir könnten natürlich jetzt auch langweilig sein und einfach das Geburtstagsoberteil von dem Jahr nehmen. Das ist das hier, glaube ich. Aber das ist ein bisschen langweilig. Ich brauche einen passenden Pulli. Oder ein Oberteil, was irgendwie... Ich glaube, ich habe mir tatsächlich mal eins gekauft, was gut dazu passt. Ich bin mir aber nicht sicher. Na. Nee. Oder wir nehmen schwarz obenrum. Also ich hätte... Oder wir sind halt doch so langweilig und nehmen einfach den Pulli von dem Geburtstag-Event. Oh, hier habe ich ja noch was. Nee. Wir nehmen jetzt mal probeweise den. Und gucken jetzt mal nach einer Hose. Nee, ich bin mir nicht sicher. Könnten natürlich... Es ist halt genau die gleiche, dieses genau das gleiche Lila. Ich will halt jetzt nicht einfach nur die Schuhe von dem Outfit nehmen. Ich habe, glaube ich, tatsächlich, wir könnten jetzt auch einfach die Concord-Hose nehmen, aber das wird dann ein bisschen zu bunt, glaube ich. Nee. Wir können auch meine Lieblingshose nehmen. Die habe ich erst seit letztem, aber die finde ich super. Wir müssen noch einen Helm auswählen. Aber ich denke, da nehmen wir einfach... Da gibt es, glaube ich, auch einen passenden Hut zu dem Ding. Das war, glaube ich... schick. Ich glaube, da gab es auch einen passenden Hut dazu. Das war, glaube ich, so ein Western-Hut. Bin mir aber nicht mehr sicher. Oh, ich liebe diese Mütze. Soll ich einfach den Pulli nehmen, den passenden dazu? Weil es gibt halt sonst wirklich kein Pulli in der gleichen Farbe, habe ich so das Gefühl. Höchstens vielleicht noch den oder den hier. Aber, also es ist halt einfach in der gleichen Farbgebung. Ach, wir sind jetzt langweilig und nehmen den Pulli. Und jetzt sind wir wieder langweilig und nehmen meine schwarzen Handschuhe.
Dann brauchen wir noch meinen tollen schwarzen Helm, der hier irgendwo rumliegt. Hier. Ich hoffe, es hängt bei euch auch nicht auch so. Und wir sind fertig. Yay. jetzt muss ich mir noch überlegen. Das letzte Mal habe ich mir überlegt, ob ich nicht noch eine... Wir schauen uns das... Schick. Vielleicht... vielleicht nehmen wir doch nicht den Panda Ray. Mein Star Stable hängt gerade echt extrem, aber ich hoffe, das ist bei euch nicht auch so. Wir nehmen was anderes. Wir nehmen beim Haustier was anderes. Den Fuchs. Ich will den Fuchs nehmen. Ja, okay, dann ist es schon arg dunkel. Aber es ist auch gemein, wenn wir jetzt den Panda Ray einfach rauswerfen. Ich frage mich gerade, was ich da in der Zeit immer als Haustier dabei hatte. Hat man da nicht diese Blumen dazu bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Oder wir nehmen den Vogel, aber... Das sind wichtige Entscheidungen, okay? Wow. Hi. Ich mag halt diese Katze echt gern. Oder wir nehmen einfach den Hund. Könnten wir auch nehmen. Oder den Hasen. Der Hase ist süß. Komm, wir nehmen den Hasen. Der ist einfach zu niedlich. Okay. Dann haben wir jetzt hier das Outfit. Es ist schon ziemlich zusammengewürfelt. Also es ist schon ziemlich nach diesem Schema so. Der Sattel ist in der Farbe, das heißt die Schuhe und der Pulli sind auch in der Farbe und so. So mache ich halt immer meine Outfits. Aber ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Was ist das überhaupt für eine Hose? Der Pulli passt halt richtig gut zu meinen Augen, finde ich. da könnten wir auch jetzt mal über einen Frisurenwechsel reden. Nämlich die glatten Haare. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann werde ich jetzt mal ein paar Aufnahmen machen. Yeah! So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr ja, das Outfit findet. Ich persönlich finde es eigentlich echt ziemlich cool und dadurch habe ich jetzt halt jetzt eine neue Variante, wie ich Telina bzw. meine Pink Pearl ankleiden kann. Und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ja, inspirieren, eure Pferde mal mit, ja, für die neue Outfits zusammenzustellen und dann vielleicht Pferde, die ihr normalerweise gar nicht so oft reitet, mal wieder aus eurem Stall zu holen und diese dann zu reiten. Ja, würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreiben würdet, wie euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder vorbeischaut. Tschüssi!